Willkommen zurück, liebe Captain of Industry Fans. Heute mal direkt zum Start in den Stream. Der läuft jetzt gerade mal 3 Minuten und schon gehen wir in die YouTube-Aufnahme. Weil ich habe ein bisschen offline was vorbereitet, das ich jetzt eigentlich gleich zeigen wollte, damit ich es nicht doppelt zeigen muss. Dachte ich, ich nehme euch auf YouTube auch gleich mit dabei. So, ich habe nach wie vor, wie man hier sieht und wie man auch hier erkennen kann, ein leichtes, wenn auch nicht allzu starkes, aber ein leichtes Defizit an Kupfer. Weshalb ich mich dazu entschlossen habe, einfach das Kupferding hier nochmal hinzustellen. Dann kann ich theoretisch zumindest bei einer Linie die Leistungssteigerung rausnehmen. Dann hat man ein bisschen Einigkeit wieder übrig. Beide rausnehmen macht keinen Sinn, weil dann, also würde auch Sinn machen, aber dann wird man nicht mehr bekommen. Im Prinzip ganz einfach. Hier geht die Säure rüber, hier kommt dann noch ein Verteiler hin, das machen wir dann gleich. Ihr wisst schon, was ich meine, ein Sortierer. Hier gehen wir drüber mit den Rohren, mit dem Band, gehen wir hier dran vorbei. Hier werde ich noch ein, jawohl, hier müssen wir noch eine Fahrzeugrampe bauen. Da sehe ich gerade, da habe ich dann tatsächlich einen kleinen Fehler gemacht. So, das muss nämlich dann erstmal weg. Eine mittlere brauchen wir nicht, eine kleine reicht hier. So, dann muss ich das Rohr nur auf der, genau, hier unten rumführen. So, okay, genau, also läuft Rohrband, laufen hier rüber, hier habe ich es durchgequetscht, oben drüber hier, gerade noch frei gewesen, hier oben wäre auch noch ein Minislot vorbei und dann komme ich letztendlich hier rein. Also hier kommen die Sachen raus, das ist jetzt nicht so Besonderes, dann haben wir unten, habe ich hier noch die Kohle verbunden, hier wird auch noch ein Ausgleicher gebaut, damit dann hier die Kohle vorläuft und der Rest hier hinten ist normal. Das ist das eine, was ich geplant habe. Dann habe ich beschlossen, die Kohle etwas effizienter zu benutzen damit, und ich möchte das hier alles abgraben, damit wir die ganze Kohle aus diesem Riesenstück hier rauskriegen. Entsprechend habe ich begonnen. Die fangen halt von unten und von oben an, hier was auszubuddeln, und zwar hier ein Zufahrtsweg. 4 breit, hier hoch, also es geht hier nach unten, hier ist eine Plattform und hier geht es dann rein in den Stollen und dann kommen die in Zukunft hier raus, dann fahren die auch hier hoch, kommen hier auf der Höhe raus und fahren dann hier rüber, das sind halt ein paar Meter, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Hier haben sie auch schon ein bisschen was gebuddelt, das ist noch nicht allzu viel, die buddeln allerdings auch noch nicht so lang, ich habe einfach das geplant und dann habe ich eben ein bisschen weiter laufen lassen und jetzt buddeln sie sich so langsam aber sicher darunter. Und dann habe ich doch noch was geplant. Ich hatte doch noch was geplant. Verdammt, was war es denn? Achso, ja, genau. Genau, die Unterhaltungselektronik. Das Lager hier hinten ist nahezu voll. Ja, 340 von 360, weshalb wir jetzt hier drüben das Gebäude gebaut haben. Das Unterhaltungselektronik-Modul. Halt ist Wartung, benötigt 9,7. Hier Siedlungsbedarf. Okay, da steht schon dran. Ah, das ist ja geschickt. Okay, das merke ich leider erst jetzt. Das hätte ich schon viel früher bemerken können. Ich muss es gar nicht gebaut haben. Ich muss es nur in die Blaupause gesetzt haben. Dann sieht man den Bedarf. 17,6. Das ist viel. Wie machst denn du? 6. Autsch. Ich müsste 2 davon bauen. Und die mit Leistungssteigerung. Wobei, gut, ich kann den. Nee, der ist ja schon Stufe 2. Ui, 17,6 für Unterhaltungselektronik. Okay, das ist deutlich mehr, wie ich erwartet habe. Aber ja, gut. Dann ist die Frage, ob ich das jetzt überhaupt schon freigebe oder ob ich. Ich muss da noch 2 weitere Fabriken bauen, die was verbrauchen? Moment. Die Elektronik 3 verbrauchen. Also das Poly ist es ja nicht mal. Moment, ist es Poly oder ist es Plastik? Das ist Plastik. Ja, Plastik ist ja, genau, hier sehen wir es ja, Kunststoff oder Plastik halt, wie ich immer sage. Das ist nicht das Problem. Der Stahl dürfte ja auch nicht das Problem sein. Hier noch 2 weitere, weil so viel verbrauchen die ja nicht. Aber die Elektronik. Ich meine, klar, ich kann die hier verbessern. 3, 6, 9 mache ich. Ich kann es auf 18 verdoppeln, weil das sind ja nur Einzelfabriken. Server müssen nicht immer gemacht werden.
18 Elektronik und ich verbrauche hier 6, wenn es kontinuierlich laufen würde, was es nicht tut. Also wären am Ende noch 12 übrig und ich benötige 9. Also es würde sich ausgehen, wenn ich das hier upgraden würde. Nur wenn ich das upgrade, dann brauche ich natürlich auch viel mehr von dem Zeug hier. Dann müsste ich alles upgraden. Ja, das müssen wir dann mal schauen. Okay, dann fällt das schon mal weg. Aber das hier können wir bauen. Das können wir eigentlich laufen lassen. Dann werde ich mich jetzt hier mal um den Ausgleicher kümmern, der hier reinkommt. Förmiger Ausgleicher. Na. Mal weg mit, bitte. So, ran. Dann können wir das hier schon mal bauen. Dann kümmern wir uns hier um die Fahrzeugrampe. Sonst kann da niemand durchfahren. Hier brauchen wir auch die Fahrzeugrampe, weil sonst niemand mehr durchfährt. Genau, hier melden sie nämlich schon. Achtung, wir können nicht mehr angefahren werden. Jetzt aber. So, dann können wir hier... Hier bitte auch weg mit. Hier brauchen wir einen flachen Ausgleicher. Kann auch gebaut werden, ebenso wie das Band. Das Rohr können wir bauen. Nein. Warum ist das jetzt komplett gebaut worden? Haben die das gepatcht oder wie? War aber keine Patchnote da. So, die ganze... Ach nee, das war hier. Ja, das war hier. Okay, ich habe nichts gesagt. Hat sich nichts geändert. So, dann sind wir hier, können wir das schon mal volllaufen lassen. Dann können wir hier das Band bauen, die Überführung. Ja, hier sind schon wieder so kleine Teile. So, dann können wir eigentlich auch das hier volllaufen lassen, das hier. Das kann auch gebaut werden, damit das hier schon mal volllaufen kann, genau. Teile 803 müsste eigentlich reichen. Ich weiß nicht, sind das Einserbänder hier? Ne, das sind Zweierbänder. Okay, habe ich alles mit Zweierband gebaut. Allerdings sollte ich spätestens hier jetzt auf ein Dreierband verbessern. Das hier ist auch ein Zweier. Das sollte dann auch auf 3 verbessert werden. Ebenso wie das gute Stück hier bis hier runter, genau. Die sollten auf 3 verbessert werden. So, okay, Kohle läuft nicht mehr voll, weil, ich weiß, hier jetzt in 3 gesplittet wird oder wie, ja, tatsächlich, gibt es hier eine Prio? Nein. Vielleicht soll ich das Band einfach auf Band Nummer 2 verbessern. Hier ist ja schon 2, genau. Damit ein bisschen schneller was nachlaufen kann. Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. So, hier kommt es auch schon das erste Zeug. Ja, sehr gut. Dann kann man nämlich hier schon mal die Dinger bauen. Dann kann das nämlich auch schon mal alles volllaufen. Okay, das ist schon voll. Ja, dann. Okay, es kommt jetzt das erste. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich genügend Material habe, alles zu bauen. Deswegen mache ich jetzt erstmal nur eine Hälfte. 400 Teile müsste eigentlich auch für die zweite Hälfte reichen, oder? Aber Arbeiter könnte vielleicht eng werden. Sehen wir gleich. Naja, müsste gerade so reichen. Ja. 18, jawohl, reicht. Reicht. Sehr schön. Okay, dann fehlt jetzt hier nur Sand. Und sobald Sand angeliefert ist, kann es hier losgehen, weil hier ist nämlich jetzt schon, hier sind schon 350 Tonnen. Gut, meine LKW sind halt gerade ziemlich ausgelastet, aber irgendwas ist ja immer. So, hier soll Sand angeliefert werden. Okay, alles klar. Kohle kommt jetzt auch ein bisschen schneller. Wunderbar. Jawohl. Okay, dann läuft das. Hier buddeln sie sich weiter in den Berg hinein. Ja, sie haben schon wieder eine Linie komplett und jetzt, glaube ich, gleich die zweite Linie. Das wird eine Weile dauern. Wie gesagt, sie haben auch schon begonnen, hier unten sich zu buddeln, hinzubuddeln, aber ich glaube, von unten ist keine gute Idee. Da rutscht nämlich sehr viel nach. Ich meine, am Ende macht es keinen Unterschied, ob es von unten oder von oben nachrutscht, aber ich
denke, wenn sie sich hier oben reinbuddeln, ist es ein bisschen besser. So, und dann machen wir, dann habe ich, genau, das habe ich offline dann endlich mal ausprobiert. Ihr seht, die Steine sind weg, weil ich endlich mal das Tool, das danke auf YouTube für den Hinweis, hier den Pinsel, damit kann man Geröll und so weiter einfach entfernen. Das kostet zwar einiges an Einigkeit, 0,2 pro Stein oder pro Busch, aber man kann dann quasi die Wege hier ein bisschen frei machen und ist ja nicht so, dass wir Einigkeitsprobleme haben. Deswegen können wir hier einfach ein bisschen sauber machen. Dann können die LKWs hier entlang fahren, ohne dass sie ständig zickzack fahren müssen. Genau, so, wunderbar. Und hier auch noch. Jetzt habe ich gleich keine Einigkeiten mehr. Ne, es geht noch. So, weil die hier hinten schön hinfahren. Genau, um hier das Gesundheit, um hier das Gelände aufzuschütten, da sind sie auch schon relativ weit. Hier soll ja dann das Ding hier drauf. Das passt auch gut drauf, jawohl. Sind sie also schon fast fertig mit dem Aufkippen hier. Seht ihr hier nur noch hier ein bisschen. Deswegen sind meine LKWs gerade auch so extrem ausgelastet, weil ihr seht, was die hier an Straßen schon gemacht haben, wie viele LKWs da nach hinten fahren. Das frisst halt einfach Zeit ohne Ende. Dann hatte ich unter Beobachtung, dieser Flüssigkeitsspeicher, er ist jetzt wieder voll, aber der war auf unter 3200 schon gefallen. Also ich dachte schon, ich muss hier erweitern, aber jetzt hat sich selber wieder geregelt. Ich weiß jetzt nicht, wo das Problem war. Im Prinzip auch egal. Ich hätte ja noch die Möglichkeit. So, hier könnte ich mir Strom sparen, wenn... Nee, Strom sparen auch nicht, wenn ich auf elektrisch umsteigen würde. Aber ich könnte mir Holz sparen. Aber ich habe genügend Holz. Ein paar Arbeiter könnte man sich eventuell sparen. Aber das lassen wir noch so, wie es ist. Weil hier müsste ich ja auch 4 hinbauen. So, Bagger bemüht sich, sein Ziel zu erreichen. Er kann da nicht mehr runterfahren. Warum nicht? Moment, ich stell mal den anders ein. Der soll jetzt erstmal nur hier buddeln. Wir sollen gar nicht unten reinfahren dürfen hier. So, und wo willst du jetzt hinfahren? Du willst da runterfahren, das sollst du aber jetzt gar nicht mehr. So. Warum fährt er jetzt nicht mehr? Jetzt fährt er wieder, okay. Hat etwas gebraucht. Aber dann soll die hier einfach gemütlich vor sich hin baggern. Irgendwann werden sie schaffen und dann können wir das ganze Ding hier einreißen. Und die ganze Kohle noch verwerten. Gut, wie schaut es hier hinten aus? Halt hier. Jawohl, hier kommt das erste Kupfer schon raus. Das Ganze läuft jetzt. Jawohl, hier ist zwar nicht voll, aber einigermaßen. Der Schredder läuft. Das ist auch schon alles voll und muss geleert werden. Kommen sie hier? Nein, hier kommen sie gar nicht hin. Und hier auch nicht mehr. Okay. Da ist jetzt natürlich die Frage, bringe ich die einfach mit einem... Ich glaube, ich werde die einfach hier in einen größeren zusammenführen. Der dann geleert werden soll. Der einfache Weg wäre natürlich jetzt hier einfach eine Fahrzeugrampe drüber zu machen. Einfach ist ja zu einfach. Ja. Ach so. So, ja, ja, hier muss er doppelt hoch, weil hier nämlich noch das Band hochgeht. Moment, dann geh so. Das ist nicht ganz in der Mitte. Es sieht auch nicht so mega schön aus, aber
Ist jetzt in dem Fall egal. Hier kommt rein Schlacke und das Ganze soll leer gehalten werden. Jawohl. Und das Ganze bauen wir jetzt einfach. So. 260 Teile. Wir haben eigentlich kein Kupfer da. Aber hier stockt's. Hier stockt's auch. Das ist gut. Wasserstofftankstelle. Jetzt haben sie wieder. Habe ich Wasserstoffproblem? Nein. Ich habe einfach ein Problem von extrem. Okay. Aufschüttungsgebiet schon fertig. Okay, das ging erfreulicherweise sehr schnell. So, dann schüttet mir mein ehemaliges Eisenbergwerk wieder zu. So. Für die Attacke, das müsste dann gleich weggehen. So. Du kannst nicht. Was könnte nicht verkippen? Hä? Und habt ihr da Kohle mit dabei oder wie? Nee. Was kannst du nicht verkippen? Doch, ich habe doch jetzt hier Verkippungsgebiete eingestellt. Das verstehe ich nicht. Hä? Hier hinten dürfte jetzt kein LKW mehr sein. Nee, hier werden wir jetzt. Auf diesen schönen, gemusterten, gefleckten Berg, da werden wir jetzt die Gruft des Kapitäns hinstellen. Schön mittig. Ja gut, 3000 habe ich halt nicht. 3000 Beton, das wird eine Weile dauern, bis das fertig ist. Ah, okay, jetzt ist die Meldung weggegangen. Alles klar. Jetzt können sie nämlich alle ihr Zeug wieder hier reinkippen. Gut. Es dürfte auch die extreme Auslastung ein kleines bisschen zurückgehen, weil vor allem die hier, gut, diese haben ja direkt zugewiesene LKWs, die können nämlich dann von hier direkt darüber fahren. Das geht dann natürlich viel, viel schneller. So, wie schaut's aus? Hier ist nach wie vor kein Kupfer drin. Allerdings, der hier füllt sich, das ist das Wichtigere von beiden. Dann, wie schaut's aus? Okay, das Kupferlager ist jetzt nicht wirklich gefüllt, allerdings es staut sich zurück. Ja, es staut sich zurück. So langsam, aber sicher. Das bedeutet, wir machen jetzt definitiv genügend Kupfer. Hätte mich jetzt auch gewundert, hab's ja immerhin hier. So, großer Holzvollernter. Hat er jetzt die gesamte Insel abgegrast? Nein, noch nicht ganz. Hier hinten hat es noch ein paar Bäume. Und die kommt da wahrscheinlich nicht hin, aber die kann er gemütlich alle wegmachen hier. Ja, aber dann noch zu tun. Gut. Ja, jetzt werden die LKWs sind natürlich jetzt wieder ausgelastet, weil sie das ganze Material hier nach hinten bringen. Gut, Beton, wie gesagt, 500 Beton haben wir jetzt, 3000 brauchen wir. Ah, Dralo, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du reinschaust. So, wie schaut es eigentlich mit meinen Endlagern aus? 507, das hier kann ich, glaube ich, jetzt mal abbreiten. Ne, da ist immer noch was drin. Okay. Und hier, das ist leer. Das sieht noch gut aus. Okay, also strommäßig stehen wir gut da. Was, der hat keine Bereiche mehr, die er abbauen kann. Ja, Sand ist. Hinten muss ich ja aufs Fluten achten. So, was mache ich? Ich könnte hier noch ein bisschen tiefer buddeln. Hier traue ich mich ehrlich gesagt nicht, nochmal das hier anzubuddeln. Könnte ins Auge gehen. Ach, hier hinten gibt es doch noch. Ah. Da haben wir doch noch einen kleinen Bereich, den wir auch abbuddeln können.
Okay, damit ist der. Ja, Blumen. Blumenwarnung können wir ausmachen. Bei Blumen werden wir demnächst verbrauchen. So. Ja, die werden auch demnächst, sobald die Forschung durch ist, dann verbrauche ich weniger Elektronik. So, läuft es denn soweit? Ja, wobei, obwohl ich jetzt deutlich mehr laufen habe, staut sich zwar immer wieder auf, aber nicht nachhaltig nach hinten. Also, ich habe schon deutlich mehr gebraucht, einfach. Definitiv. Gut, hier wird natürlich jetzt auch wieder ordentlich was abgenommen, um die ganzen fehlenden Roten wieder aufzunehmen. Eisen kann ich theoretisch auch nochmal bauen, aber ich weiß nicht, ob ich genügend Erz dann abbaue. Jetzt wird hier erstmal... Lassen wir es erstmal so laufen. Okay, der hier ist fast voll, das ist wunderbar. Das bedeutet, der wird sich früher oder später auffüllen. Hier haben wir das jetzt so geregelt. Das ist ja schön. Schlagge wird hier angeliefert und dann gleich abgeholt. Das läuft soweit auch. Gibt es irgendwas auf dem Bus, was gerade aus sein könnte? Wir gehen mal die verschiedenen Fabriken durch. Ja, hier gehen die Teile aus. Ja klar, weil die roten natürlich fehlen, was aber jetzt nicht so schlimm ist. Hier ist alles da, hier ist auch alles da, hier ist alles da, Eisen ist alles da, auf dieser Höhe ist alles da, hier ist auch da, hier ist auch alles da, hier erfreulicherweise auch. Ja, hier fehlt halt nach wie vor die Elektronik 2, aber das ist ja, weil ich ein kleines Defizit von der Elektronik 2 habe, das liegt ja aber ausschließlich am Forschen. Sobald die Forschung durch ist und so viel forschen wir jetzt auch nicht mehr, dann... verbrauche ich weniger. Gut, ansonsten. Was fehlt denn hier eigentlich? Achso, hier fehlen die Mikrochips. Ja, hier ist eigentlich alles da, was die Mikrochip-Produktion angeht. Theoretisch kann ich die doch auch verbessern. Arbeitertechnisch muss man schauen, wie viel brauchen die. Schauen wir mal kurz. Wir brauchen 6. Ja, okay, das kann man machen. Das können wir machen. Dann haben wir hier quasi nochmal eine Linie dazu. Ich hätte auch die hintere hier bauen können, aber das ist. Ich mache es jetzt erstmal so. Ach, lila Arme, ach Gott. Warum haben wir so unmännliche Farben? Ich weiß, ihr könnt mich jetzt haten für diejenigen, die lila als tolle Männerfarbe finden. Ich finde, es passt irgendwie nicht. Wem es gefällt, der soll sie anpassen. Ja, ich weiß, das ist kein reines Männerspiel. Das ist jetzt einfach so mein Ding. Warum macht man da lila Arme draus? Gibt es viel schönere Farben. Grün zum Beispiel. Hätte doch grüne Arme nehmen können. So richtig schön leuchtendes Grün. Nicht lila. Aber jetzt müsste auf jeden Fall hinten mehr rauskommen. Das bedeutet, die Elektronik 3 müsste dann auch besser laufen. Server sind ja fast voll. Ja, brauchen wir aber gerade auch nicht mehr. Brauche ich auch nicht unnötig Strom verbrauchen. Jetzt warten wir halt auf den Brutreaktor. LKWs sind immer noch ausgelastet. Wie schaut es hinten aus? In meinem Beton wird es eine Weile gering sein. Wie viel haben wir schon? Oh, immerhin schon 1100. Ansonsten läuft soweit alles. Ja, Strom sind wir sowieso. Moment, wie viel Strom produziere ich jetzt eigentlich mit denen? Warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Okay. 150 mache ich allein mit denen hier. Okay. Ah, okay, wenn ich sie pausiere, zählen sie nicht mit, oder was? Weil die zählen jetzt nicht mit. Moment mal kurz. Die ist nicht pausiert. Ah. Warum ich die auch immer nicht pausiert habe, verstehe ich nicht. Aber wenn ich die pausiere, dann zählen sie nicht mehr mit. Okay, verstehe.
Ist das jetzt die tatsächlich maximale Leistung, die ich bringen kann, wenn diese Turbine volllaufen würde, was sie eh nicht immer tut? Und wenn die volllaufen würde, was sie auch selten tut? Also viel Biomasse habe ich ja gar nicht. Gut. Ansonsten, hier läuft auch alles, ja. Schwefelgummi ist voll da. Jawohl, Kohle von dem Band hier, von externen Kohlemine, läuft auch. Voll, voll, voll. Eine Priorität, geil, das kommt von... In welche Richtung läuft eigentlich das Band? Das kann man jetzt nicht sehen, kann das sein? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ich glaube allerdings, das läuft hier rüber. Als Backup läuft es hier rein. Aber das kann man nicht sehen, oder täusche ich mich? Wenn das Band voll ist, sieht man nicht mehr, in welche Richtung das Band läuft. Nee. Kann es zumindest nirgends erkennen. Oh, die Kohle ist hier voll. Sehr schön. Wie schaut es drüben aus? Nicht hier, sondern hier. Ja, gut. Sie kommen einigermaßen voran. Das wird natürlich... War mir von vornherein klar, das wird eine Weile dauern. Aber hier... Sie sind jetzt immerhin schon auf minus 4 von plus 5. Also sie haben schon einige Höhenmeter runter gemacht. Sie müssen jetzt nur noch... Moment, sie sind auf minus 4... 19 Höheneinheiten, so nenne ich es mal, müssen sie noch überbrücken. Aber wenn sie das geschafft haben, dann können wir. Haben wir hier noch ein Riesenkohlevorkommen. Also ist ja nicht so, dass wir nicht sowieso noch ein Riesenkohlevorkommen haben. Aber wenn man das hier dann alles auch noch abgraben können. Ja. Gut. Dann läuft ja soweit alles aktuell. Ich bin mal nicht zu euphorisch, aber. Ja, was mich ein bisschen wirklich schockiert, ist der wirklich hohe Bedarf der Unterhaltungselektronik. Ich mache 6. Ich brauche... Wie viel waren es? 16? 17,6. Das ist schon viel. Für so ein komplexes Gerät, ich meine, wie oft brauchen die einen neuen Laptop? Die können froh sein, dass sie überhaupt einen kriegen. Die haben in der Steinzeit angefangen. Da können sie froh sein, wenn sie überhaupt einen Laptop kriegen. Den können sie dann auch in gefälligsten ein paar Jahrzehnte benutzen. So, Wege würde ich jetzt gerne bauen, einfach zur Verschönerung der Siedlung. Das ist allerdings gerade kontraproduktiv, weil ich den ganzen Beton für die Gruft brauche. Die dann in der nächsten Folge fertig wird. Hier könnte ich mich auch noch runterschaffen. Das wäre aber noch ein nächstes großes Projekt. Um die Ölquelle da unten anzuzapfen, um von der externen Quelle nicht mehr abhängig zu sein. Ich kann übrigens auch mal gucken, wie es eigentlich aussieht. Die ist noch nicht repariert. Hier war es. Okay, wir haben schon über die Hälfte an Öl weg. 220 Jahre sind noch drin. Gut, die pausiert, die kann ich zur Not anschmeißen. Müsste ich nur halt verbessern. Also da haben wir auf jeden Fall noch genügend. So, wie schaut es hier aus? Das Schwefelbergwerk, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, das ist ja unendlich, okay. Kohlemine ist nicht unendlich, aber hier haben wir noch gut was drin, 284 Jahre. Hier haben wir sowieso noch viel, hier haben wir noch für 800 Jahre was drin, okay. Uran. Ja, ist auch noch vor ein paar Jährchen da. Okay, alles klar. Ah, der schnelle Brüter ist erforscht. Wunderbar, da kann ich mich daran jetzt daran machen, das mal anzuschauen. Und dann können wir entweder in der nächsten Folge die Kapitänsgruft oder uns schon an den Brüter machen. Muss ich mir jetzt mal anschauen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge und dann, ja, wir kommen langsam zum Ende von dieser Staffel. Also der Brüter wird auf jeden Fall noch gebaut und Captain's Gruft auch. Die anderen Sachen, die hier noch in der
Forschungswarteschlange sind. Ja gut, es sind nur noch 4 Stück. Die lasse ich halt jetzt nebenbei weiterlaufen. Rakete werden wir schon bei uns zum Abschluss. Die jagt man dann zum Abschluss wieder hoch. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um Brutreaktor. Vielleicht kann ich den sogar hier hinstellen. Ich muss mal gucken, was ich brauche. Wenn ich natürlich Material von hier hinten brauche, weil man braucht, glaube ich, das verbraucht den Mox. Wobei, das könnte ich mir natürlich auch rüberschicken. Vielleicht mache ich ihn aber auch hier hin. Werde ich mir jetzt mal kurz anschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.